Ich gehe heute endlich mal zum Friseur. Ja gut, eigentlich war das nicht die Kernaussage des Videos, aber ich bin jetzt endlich froh, weil ich ja theoretisch schon vor 2 Wochen gehen sollte. Ich habe heute die drei edelsten Kartenspiele aus meiner Sammlung herausgesucht. Ich denke, ihr seid sehr gespannt, welche das wohl sein werden. Also die edelsten, ich meine jetzt nicht die teuersten, sondern die edelsten. Ja, die werde ich euch heute vorstellen und all das, ne? Wir werden es sehen. Los geht's, wir fangen, denke ich mal, direkt mit dem ersten an. Und zwar, das kennt ihr. Es kennt viele. Also wahrscheinlich alle Zauberer. Das Somnium Prestige Deck oder Prestige oder so, wie man es halt auch ausspricht. Passt so. So. Und zwar haben wir hier das Somnium Prestige Deck. Das kann man hier aufmachen. Das zeige ich euch nicht. Und wir haben hier halt das Kartenspiel. Solch einer super coolen Schachtel. Oh, das verdecke ich auch mal vorsichtshalber, falls keine Ahnung, was da sein sollte. Aber hier haben wir auf jeden Fall die Schachtel. Und das ist das edelste Kartenspiel, also einer der edelsten Kartenspiele halt, die ich habe. Weil halt die ganze Verpackung, all das, das Marking-System, welches dort ist im Deckel, generell das Design. Ja, hier ist zum Beispiel der Karo König. Hier steht zum Beispiel Create und Dream drauf. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Wörter forciert oder sowas. Also hier sind auf jeden Fall coole Sachen drauf. Ja, hier ist das Kartenspiel. Auch mit goldenen Symbolen, wie man sieht und all das. Das ist echt, echt heftig, finde ich. Wenn man es aufstreift, zack, sieht das so aus. Also. Wir haben zwei Pik Damen. Wir haben tatsächlich, das ist mir jetzt erst aufgefallen, wir haben in allen unseren drei Kartenspiele doppelte Pik Damen. Das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Mehr gebe ich euch nicht. Genau, zwei Pik Damen. Die Joker. Ich glaube, die sind sogar gleich. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt gerade nicht an irgendwas Geniales erinnern, was das angeht. Selbst die schwarzen Symbole sind einfach. Die sind halt auch Gold. Das ist schon ziemlich, ziemlich edel. Also so sehen die Symbole aus. So sieht zumindest das Pik Ass aus. Normale Symbole sehen halt so aus. Jede einzelne dieser Karten hat quasi also Bildkarten hat quasi eine ganz eigene Person als Mensch quasi. Ratet mal, wer die Könige sind. Könige sind natürlich. Oh, das ist gar nicht der. Hai und Matthias Berger, glaube ich, oder? War das nicht Matthias Berger? Tatsächlich nicht, ne? Okay, war es nicht. Okay, egal. Ich habe auf jeden Fall zu diesem Kartenspiel schon mal ein Video gemacht. Schaut es euch auf jeden Fall mal in der. Wo ist das jetzt hier von meiner Links? Ist hier? Oder ist es da? Da oder? Egal, da irgendwo in der Infokarte. Da habe ich schon ein ausführliches Video zu dieser Edition gemacht. Aber guckt euch mal das Backdesign an, wenn man es aufstreift. Guckt euch mal das einzelne Rückendesign an. Es ist super edel. Deswegen, ja. Jetzt kommt das zweite Kartenspiel, was denke ich mal die wenigsten, also denke ich viele, aber generell haben das denke ich nicht so viele. Das Regalia-Deck von Shin Lim. Ihr müsst Shin Lim mal in Aktion sehen. Der ist super krass, ey. Er hat Penn und Teller dreimal gefoolt. Er war bei America's Got Talent, hat da gewonnen. Ja, ist einfach heftig, was er hat. Und hier ist es auch super edel, weil hier hat man das, man hat hier die ganze Kartenschachtel. Hier ist euch ein Band oben drauf. Und auch die Karten sind super, super schön, finde ich. Also auch das Rückendesign, wie wir jetzt hier sehen. Ja, aber auch die Vorderseiten finde ich super, super geil, weil es sind keine normalen Bicycle-Karten, sondern es ist irgend so ein anderes, neues Design, was ich super cool finde. Ich find das Konzept des Designs voll cool. Diese Schlichtheit, dieses
andere als Bicycle. Das hier, die Herzen sind anders als bei Bicycle. Das sieht einfach besser aus, finde ich. Keine Ahnung, ihr könnt mal eure Kommentare diesbezüglich in die Kommentare schreiben, aber ich finde es einfach irgendwie besser. Ja, das ist quasi das zweite Kartenspiel, was edel ist. Das ist auch in Weiß, das andere ist auch in Weiß-Gold. Wir haben noch ein anderes Kartenspiel, das ist in Schwarz-Gold. Ja, hier sind die Bildkarten quasi ganz normal, nur dass sie halt einen goldenen Rand haben. Wir haben eine Blankokarte dabei, wir haben auch eine Pik-Dame und eine zweite Pik-Dame. Ja, um, keine Ahnung, Tricks zu machen. Pik-Dame ist, falls ihr es nicht wisst, die Lieblingskarte von Shin Lim. Denn er hat sie sich auch tätowiert, macht in seinen ganzen Ex dadurch auch mehrere Tricks. Also ja. Und die Joker sehen so aus. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Und die Joker gefallen mir jetzt auch nicht so gut. Aber es ist ja Geschmackssache. Sonst bei der Kartenschachtel, man kann ja rübergehen, man fühlt das Gold, man fühlt das alles. Auch hier fühlt man das, ja, das ist nicht einfach nur das Design. Das fühlt man hier alles. Ich finde es super, super toll, dieses Kartenspiel. Und habe ich das gerade schon erwähnt? Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mal in der Infokarte, ich weiß nicht, ob es schon kam, ich habe es vergessen, auch mal ein Video hierzu gemacht. Aber jetzt komme ich, also das ist jetzt keine Rangliste zu meinen Edelsten. Das sind einmal nur die drei Edelsten ohne irgendeine Rangliste. Ich habe einfach die jetzt in irgendeiner Reihenfolge. Also, so, das Edelste ist meiner Meinung nach das Regalia-Deck von Shin Lim in Schwarz. Das sieht viel, viel cooler aus, finde ich, weil es auf der Rückseite mehr Detail hat. Und außerdem, oh. Außerdem ist das Weiße so bekannt und das Schwarze halt. Ich finde es einfach. Oh, ich habe das jetzt vergessen reinzumachen. Wir können ja beide mal als gleich, also als Vergleich hinstellen. Hier das erste. Ich bin ehrlich, ich finde hier die Pappe richtig schrecklich. Das sage ich jetzt erstmal so, weil ich kann Pappe nicht so gut anfassen. Das hier kann ich anfassen. Das hier nicht so gut. Aber sonst ist auch hier alles gleich. Nur Farbe halt. Man kann es fühlen, es ist Gold. Man kann es fühlen. Ich komme noch nicht zu den Rückseiten. Es ist eigentlich schon ziemlich cool so. Vorderseiten sind wie gehabt, goldener Rand. Dieser coole Joker. Und wir haben natürlich auch zwei Pik-Damen, die natürlich auch identisch sind. Die Rückseiten sehen so aus. Ich finde die Rückseiten einfach viel, viel cooler, weil das mal was Neues ist. Ja, man kennt das nicht und das kennt man auch nicht. Aber als Zauberer ist man diese beiden Sachen schon gewöhnt, weil es mehrere solcher Kartenspiele gibt. Aber dieses Kartenspiel in Schwarz, voll cool. Man kann sogar ein bisschen was durch die Spiegelung erkennen. Mein Mittelfinger. Ne? Es ist, finde ich, hat, ich finde, es hat auf jeden Fall mehr Design, denn wenn man sich das jetzt hier so ein bisschen mal anguckt, nicht dieses Goldene, sondern die Rückseite von diesem Goldenen, dieses Braun-Schwarz, hat, finde ich, mehr Detail als das hier, weil das hier ist einfach nur, naja, gut, habe ich mich vielleicht ein bisschen geirrt. Das ist auch weiß mit solchen schwarzen, mit goldenen Strichen, ja. Keine Ahnung, ob man das erkennt. Ich glaube nicht. Hier erkennt man es auch nicht, aber man. Also es sieht, finde ich, cooler aus. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr über eure Meinung freuen. Welches dieser Kartenspiele ihr cooler findet von diesen beiden, ja? Oder auch das damit einbezogen. Aber diese beiden sind ja quasi gleich. Selber Ersteller, selbes Design, nur halt schwarz und weiß. Was Gegensätze sind, womit man auch coole Changes machen kann. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video. Schreibt, wie schon gesagt, in Kommentare, welches eures Lieblingsdeck von diesen ist, welches ihr besser findet. Regalia in Schwarz oder in Weiß. Ich freue mich sehr über eure Meinung. Ich freue mich auch über ein Abo. Ich freue mich auch über ein Like. Ich freue mich auch generell über einen Kommentar, wie ihr dieses Video fandet, was ich besser machen soll. USW. Was mache ich hier eigentlich? Ja, ich würde sagen, das war's. Ciao.